Hallo Leute, heute reden wir mal ein wenig über Rollstuhlfahrer. In das letzte Video, was schon etwas länger her ist, haben wir ja mal über Rollstuhlfahrer gesprochen. Da habe ich ja erzählt, dass Rollstuhlfahrer mehr Hilfe brauche. Und heute reden wir über das Thema noch etwas weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal so, wenn man jetzt selber in einem Rollstuhl sitzen tut, dann ist der ganz oft so, dass sehr, sehr viele Hindernisse geben tut. Egal jetzt, ob man erwachsen ist oder ein Schüler ist, wo man jetzt in den Rollstuhl hocken tut, aufgrund, weil die Beine halt eben gelähmt sind. Dass er eben sehr, sehr viele Hindernisse geben tut und halt eben, die ganze Umgebung halt ist halt eben nicht unbedingt behindertengerecht. Wenn man jetzt zum Beispiel bei meinem Hautarzt gehen will, da ist zum Beispiel so, da ist überhaupt nicht behindertengerecht. Da gibt kein Fahrstuhl oder so, deswegen habe auch Rollstuhlfahrer ein riesig großes Handicap, wenn der nur bei einer leichten Erkältung zum Arzt gehen will, bei uns zum Beispiel. Mir habe ich zwei Ärzte und bei keiner kann man da wirklich reingehen. Der andere Arzt hat ja eine höhere Etage und deswegen kann der Rollstuhlfahrer, weil er auch keinen Aufzug geben tut oder weil die Türen nicht breit genug sind, kann der halt eben nicht zum der Hautarzt. Aber auch viele andere haben dasselbe Problem ja, dass viele Stockwerke zum Beispiel mehrere Stockwerke nicht mal einen Rollstuhl habe, also nicht mal einen Fahrstuhl habe oder einen Lift. Aber zum Beispiel ganz, ganz viele Schule, wie bei unserer Schule hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die ist überhaupt nicht behindertengerecht. Da gibt es sehr, sehr viele Treppe. Und wenn jetzt Menschen mit Rollstuhl auf die Schule gehen will, das wäre überhaupt nicht möglich, weil halt eben die andere Etage von die andere Klasse oben sind und da gibt, wie gesagt, halt eben nur Treppe und die Schule braucht eben dringend einen Fahrstuhl. Und dieses Video will ich halt eben nur kurz aufmerksam machen, dass eben Rollstuhlfahrer eben mehr Handy, also mehr Probleme oder mehr Hindernisse habe, als man glauben tut. Und darüber will ich heute gerne etwas aufmerksam machen, weil muss auch viel Geld einfließen, um das Ganze behindertengerecht zu renovieren. Selbst bei meiner Wohnung ist da eine kleine Treppenstufe und bei der Wohnung bei nebenan von mir zum Beispiel oder fast bei jeder Wohnung, wo man hier rein will, muss man immer ein paar Treppenstufen aufgehen. Und ja, das Ganze soll eben für Rollstuhlfahrer auf jeden Fall deutlich behindertengerechter gemacht werden. Fände ich jetzt, ich könnte selber mal so einen Test machen und mal einen Tag oder 2 Tage nur mit dem Rollstuhl irgendwo hinfahre. Und dann sieht ihr auch vielleicht auch selber, dass eben sau viele Hindernisse geben tut. Wenn man jetzt selber laufen kann, sieht man die Hindernisse, die ein Rollstuhlfahrer vielleicht hat, halt eben nicht. Könnt ihr selber gerne mal austesten, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Hindernisse. Und zum Beispiel auch ein Rollstuhlfahrer zum Beispiel kann zum Beispiel nicht ohne weiteres Bus nehmen. Das geht halt eben leider nicht, weil die meisten Busse haben mehrere Treppenstufen und die Tür ist auch nicht breit genug dazu. Bei vielen Zügen zum Beispiel als Vergleich sieht man ja, also es gibt viele Züge, zwar nicht alle, aber viele Züge, die haben einen richtig breiten Gang, wo auch ein Rollstuhlfahrer rein kann und das Ganze ist auch eben, dass auch ein Rollstuhlfahrer da rein kann mit seinem Gefährt und auch da halten kann und bei die nächste Haltestelle auch wieder rausfahren kann. So ungefähr muss das eigentlich überall sein, auch für Busse zum Beispiel jetzt.
Weil ein Rollstuhlfahrer kann zum Beispiel nicht einfach so sagen, ja, dann fahren wir mit dem Bus hier nach Trier. Das geht ja eben leider nicht, weil die Türen sind einfach nicht, oder die Busse sind besser gesagt nicht ausgelegt dazu. Weil das Ganze einfach nicht geht, weil diejenigen musste absteigen, den Rollstuhl muss in den Koffer rein, um halt eben dann wegfahren zu können. Und darüber könnt ihr euch gerne mal einmal nochmal Gedanken machen, da man da vielleicht auch etwas gemeinsam irgendwas etwas verändern soll. Deswegen könnt ihr das Video gerne teilen, um halt eben auch da in dieser Hinsicht etwas zu verändern. Und jo, könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch weitere Themenvorschlag für mein nächstes Video haben sollte, könnt ihr die ja gerne mal in die Kommentare stellen. Über welche Krankheit oder über welche Behinderung oder was genau ich noch darüber reden soll. Heute ging es hauptsächlich darum, dass eben viele Rollstuhlfahrer mehr Hindernisse haben, als man glauben tut. Und das sollte auf jeden Fall mal etwas verändern, finde ich jetzt. Und am Ende von dem Video hier will ich noch vier Kanäle vorstellen. Wie gesagt, da mache ich es immer, dass dies meine Reichweite sich von meinem Kanal sieht etwas erweitern kann, dass ich mehr Leute dann am Ende erreichen kann. Die vier Kanäle sind auf jeden Fall unten mal verlinkt. Da ist zum Beispiel Animanisch TV. Sorry, wenn ich den Namen nicht so gut aussprechen kann. Und noch drei andere Kanäle halt, die sind unten verlinkt für euch. Könnt ihr liebe gerne mal vorbeischauen. Das sind vier coole Kanäle, finde ich jetzt. Jo, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!